So, ich bitte um eure Aufmerksamkeit. Herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz Höchstadter EC gegen VR Sell. Endstand 2:7 vor 964 Zuschauern. Zu meiner Rechten möchte ich herzlich begrüßen den Henry Thom, Trainer von Selber Wölfen. Zu meiner Linken den Dani Jun, unseren Trainer vom HEC. Wir haben als erstes einmal die Ergebnisse aus der Oberliga, sofern sie uns vorliegen. Peiting gegen Weiden 9:6, Landshut gegen Sonthofen 6:1, Waldkraiburg gegen Regensburg 3:8 und die anderen Ergebnisse liegen uns momentan nicht vor. Schönheide gegen Lindau, da steht es immer noch 0:0 laut Pointstreak und Deggendorf, Tölz beginnt meiner Meinung nach schon 20 Uhr, da steht es aber momentan 0:2. Ja, als erstes möchte ich einmal die Stellungnahmen beider Trainer abfragen. Erstmal zu Ihnen, Herr Dorf. Ja, guten Abend erstmal. Ich fand, also wir haben gerade die ersten 35 Minuten sehr, sehr konsequent gespielt, gerade im eigenen Drill. Höchstadt hat ein bisschen offensiver gespielt oder angefangen, als wir es gedacht haben und hat versucht, sehr viel Druck aufzubauen. Aber da haben wir konsequent die Zweikämpfe gewonnen, die Scheibe schnell nach außen, nach vorne bewegt und haben dann auch unsere Torchance zum 5:1 benutzt. Und wie schon mit Daniel besprochen, ich glaube, der Knackpunkt war im Endeffekt, als sie das 5:3 hatten und das haben wir dann abgekillt und dann irgendwann das 3:1 gemacht. Und dann sind wir ins Laufen gekommen auch und haben dann auch die Tore gemacht zum Beispiel. Das war Dankeschön. Ja, Daniel, dann deine Stellungnahme zum heutigen Spiel. War ja schwierig zu erwarten. Wie bist du zufrieden? Auch gut nach der Arbeit. Ja, wir haben uns vorgenommen, heute mit 2:1:2 spielen, dass zwei Leute werden halt vorchecken, weil, wie Henry sagt, ich denke, dass sie haben gedacht, wir werden defensiver spielen. Wir haben mit 4 Stürmern gespielt. Viele Leute, die viel laufen. Leider haben wir also 2 Tore bekommen von Unterzahl. Natürlich ähnlich wie gegen Regensburg. Dann kommt so ein Gegner mit Erfahrung leichter ins Spiel, als gedacht ist. Dann natürlich diese sehr schöne Tor von Michael Bedrag zum 1:2. Und dann kam bis dahin das Krankenhaus, das 5:3 Überzahl. Und unnötige Scheitelverlust, Foul 1:3, dann diese 2 brutale schöne Schüsse, 5:1 und dann eigentlich war das Spiel gelaufen. Aber wir haben gesagt, das ist ein Derby-Spiel, wo viele Zuschauer über 60 Minuten kämpfen bis Ende. Ich denke, das ist passiert. Wir sind gelaufen bis zum Schluss. Ich denke, wir hatten auch mehrere Schüsse als er, aber du siehst halt diese Reife und diese Erfahrung von den Spielern beim Server, welche schon länger spielen in dieser Liga oder auch höhere Ligen gespielt haben gegen unsere. Ich bin heute nicht enttäuscht mit dem Leistung und auch Bereitschaft. Ich denke, dass der Mannschaft heute ein bisschen andere Gesicht gezeigt als am Freitag und nächsten Freitag wird das nicht anders. Ja. Also wir müssen weiter so arbeiten und ja, es ist wirklich sehr wirklich schwer. Ja. Und, wie gesagt, zufrieden mit Leistung, aber leider ohne Druck. Dankeschön. Ja. Gibt es Fragen hier aus dem Raum? Haben wir keine? Ja, dann möchte ich das Ganze wirklich nicht in die Länge ziehen. Bedanke ich mich fürs Kommen und wünsche den Gästen einen guten Nachhauseweg. Und ja, wir sehen uns am Freitag, 2. Dezember, 20 Uhr hier, dann gegen den EV Regensburg, hier am Kieferndorfer Weg. Dann wünsche ich noch einen schönen Abend. Dankeschön. Thank you.